Gran Turismo hat das erste Content-Update bekommen mit dem Update 1.13 und was da alles drinsteckt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ende April kam jetzt das erste Content-Update von Gran Turismo 7 raus und zwar war es bisher so, dass es Updates ja schon gegeben hat, aber links eher nur Fehlerbehebungen und Korrekturen, aber noch keinen neuen Content. Und der kommt jetzt. Wir haben drei neue Autos und eine kleine Änderung in der Strecke Spa. Also die drei neuen Autos, davon sind zwei Subarus und zwar der BRZ 2021er Modell und der BRZ basierend auf der GT300 Klasse, der tatsächlich letztes Jahr auch die GT300 Klasse in Japan gewonnen hat und ein Wagen, der jetzt in der Gruppe 3 wohl angesiedelt ist. Darauf freue ich mich schon, den auszuprobieren. Und es gibt noch einen Klassiker, nämlich den Suzuki Cappuccino. Das ist ein Wagen, der eigentlich schon früher in der Serie aufgetaucht ist. Und neben den drei Autos haben wir noch eine Änderung und zwar in Spa. In Spa gibt es ja schon die 24-Stunden-Rennen, beziehungsweise es gibt einen Tagesablauf 24 Stunden, aber was es bisher noch nicht gegeben hat, irgendwie die angepassten Boxen. Es ist nämlich so, dass Spa hat zwei Boxengassen oder zwei Boxen, die vor und nach der Startziel- bzw. Haarnadelkurve sind. Kurzum, es gibt einfach eine verlängerte Boxengasse. Das neue Update 1.13 ist relativ kompakt, nämlich 2,66 GB auf der PS5 und 4,6 GB auf der PS4. Das wird sowieso automatisch eingespielt bei euch auf der PlayStation und ist natürlich kostenlos, so wie die üblichen Content-Updates schon in GT Sport. Interessant übrigens ist auch, dass beim Gebrauchtwagenhändler die neuen Autos jetzt markiert sind, damit man sieht, ja, welches denn wirklich neu, wo muss ich denn gucken. Ich würde das Ganze ja gerne sehr gerne euch zeigen und ausprobieren auf meiner PS5. Ich habe allerdings die PS5 leider vergessen, weil ich bin jetzt hier gerade im Urlaub, wie man eventuell sehen kann und ihr euch vielleicht schon fragt, was ja hier los ist. Aber ich dachte, hey, ich muss euch doch mal erzählen, was gerade Neues bei Gran Turismo so passiert. Es gibt übrigens auch noch was Neues beim Sportmodus. Ihr könnt beim Sportmodus jetzt tatsächlich auch Wagen mieten für den Fall, dass ihr nicht das passende Vehikel habt. Wie das genau aussieht, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, noch nicht das Ganze testen können. Eine interessante Änderung gibt es auch bei der Fahrphysik. Und zwar Autos mit Heckantrieb sollen sich jetzt besser handeln lassen. Die waren teilweise ein bisschen picky, beziehungsweise sehr, sehr nervös auf der Hinterachse. Und da soll die Geometrie jetzt so verändert worden sein, dass das Ganze jetzt eben ja, besser funktioniert, beziehungsweise das Handling besser ist. Ich bin mal gespannt. Ich probiere das Ganze natürlich auch, sobald ich vom Urlaub zurück bin. Denn da gibt es wieder Livestreams und natürlich auch Video. Und da bin ich mal echt gespannt drauf. Aber jetzt, Leute, jetzt gehe ich erstmal baden. Ha. Aber dennoch wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.